Na gut. Dann schlafen wir. Ich glaube, ich greife mal zum Gewehr, weil ich glaube, das ist ja doch eine recht große Entfernung, die wir hier schießen müssen. Ja, das hat ehrlich gesagt keinen Sinn. Wir flüchten so schnell. Das geht hier wirklich nach dem Motto voran. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Na, da war die Stelle. Weiß nicht genau, wo sie war, aber da war sie. Nee, ich finde sie nicht. Wir versuchen zwar bis zum Hügel zu kommen. Zumindest scheint jetzt hier die Straße zu sein.
es geht jetzt das Holz aus. Eingepackt. Guten Tag, Wolf. Wolfskadaver. Aha. Das ist eigentlich tot. Okay. Wir sind so schon langsam genug. Den nehme ich jetzt nicht mit. Ja. Das wird nicht mehr lange gut gehen. Das kann man sich jetzt schon denken. Solange wir es können. Ich vermute leider, dass wir es nicht mehr lange können. Unsere Kleidung zu reparieren. Ist natürlich inzwischen ziemlich lädiert durch den durch die Angriffe vom Wolf eben. Der hatte uns ja zwar einmal im Schlaf erwischt und einmal im wachen Zustand. Es ist nicht mehr so weit bis zur Brücke. Aber das ist erst die erste von zweien. Ja, jetzt muss man ehrlich sagen, jetzt erreicht das Spiel einen Schwierigkeitsgrad, der also nah an unfair ist. Weil wie soll man das ohne Holz bestehen? Das geht gar nicht. Und selbst die nächste Holzquelle, was ja hier oben das Gebäude wäre, ist zu weit weg, um es bei dem Wind zu erreichen. Da man ja auch keine Bäume fällen kann oder so. Tja, bin ich jetzt gerade ein bisschen ratlos. Und ich denke, dass egal wie ich schlafe oder wie lange ich warte, ich glaube nicht, dass das Wetter nochmal umschlägt. Ich denke, dass das so gewollt ist.
Oh, ich merke gerade, ich habe die Kamera gar nicht an. Schande über mein Haupt. Hallo? Sorry, dass ihr mich jetzt erst seht. Aber ich mach jetzt trotzdem mal die Lampe dunkler, weil das stört doch ziemlich. Ah, Wind ist wieder umgeschlagen, aber wir müssen jetzt eh los. Ich kann jetzt nur hier abwarten. Wir sind an der ersten Brücke. Ich könnte jetzt natürlich, wenn der Wind gut steht, durch den Fluss laufen. Da wäre ich ja vom Wind eventuell geschützt, wenn er gut steht. Dann könnte ich einfach hier lang und dann hier lang. Und dann hier wieder raus. Da wäre ich schon fast da. Klappmöbel wäre natürlich ein Träumchen. Ich speichere mal sicherheitshalber ab. Ich mache den Ton nochmal etwas leiser. Damit er mich auch noch gut versteht. So, los geht's. Aber trotz windstille Zeichen, drei Pfeile nach unten. Also durch den Fluss laufen wird wahrscheinlich überhaupt nichts ausmachen.
one little fire. So lange brennt das nicht. Ja, jetzt muss ich immer Geduld haben. Ich würde sagen, ich breche mal die Aufnahme ab. Ich kann jetzt, so wie das Spiel momentan läuft, dass man eben wirklich so Stückchen für Stückchen vorne kommt, kann ich jetzt nicht sagen, was ich davon tatsächlich in YouTube zeigen werde. Aber das hier zumindest. Also bitte habt Verständnis dafür. Ich kann beim besten Willen nicht sagen, ob euch dieses Stück für Stück weiterlaufen überhaupt interessiert. Deswegen, ich denke, das werde ich alles rausschneiden und ich hoffe einfach, dass es trotzdem guckt. Und wenn diesen Kampf gegen die Kälte euch interessiert, dann bitte ich euch einfach auf meinem Twitch-Kanal zu gucken und da die Aufnahme, also die Speicherung dieser Aufnahmesession dann euch anzugucken. Ja, ich sag also bis dahin und so, hallo ja, Leute. Wir haben es immerhin bis zum Bunker jetzt geschafft. Ich weiß nicht, wo er ist, aber ich weiß, dass er irgendwo vor mir sein muss. Ihr seht, viel Lebensenergie haben wir nicht mehr. Und ja, wir haben viele, viele, viele Rasten machen müssen. Wir haben keine Kämpfe mehr gehabt. Immerhin. Aber der Wind hat auch nicht einen Hauch nachgelassen, ganz im Gegenteil. Er hat sogar immer wieder tückisch gedreht, dass er dafür gesorgt hat, dass, wenn wir dann ein Feuer hatten, dann auch immer wieder mal das Feuer ausging. Also wir haben hier einen guten Startpunkt für zum Ziel zu kommen. Irgendwie die Szene nicht zu Ende geschnallt. So. Aber da sind wir. Wir hatten hier noch Wollpullover auf jeden Fall. Wie man sieht, man könnte also überlegen. Was haben wir denn an Kleidung geschissen? Geht noch. Pullover geht auch noch. Schuhe sehen ziemlich runter aus. Handschuhe sehen ziemlich runter aus. Wärmehose und Hose sieht ziemlich böse aus. Ja, Mütze vielleicht auch noch. Wir können mal gucken, wie es hier aussieht. Ne, ist nur ein Wollpullover. Der nützt uns nichts, würde ich sagen. Leider. So. Das Motto schlafen. Schlafen gleich voll durch. Weil es geht ja auch Lebensenergie hier zurück zu gewinnen.
drink right now. So, dann haben wir ja uns rundum aufgefüllt, sagen wir mal. Volle Wärme. Die Lampe auf. Bin jetzt gerade so froh, dass ich so viel Lampenöl dabei habe. Das kann ich auch gar nicht sagen. So. Will ich speichern. Jetzt nochmal zwischen. Überschreiben. So, wir müssen in diese Richtung. Wir halten Hügel vor uns zu sein. Mal da runter. Weil ich fände es doch fair, wenn man wenigstens, wenn man im Schatten, Windschatten ist, dass man dann wieder die Temperatur stillstehen bleibt, der Verlust, oder aber sogar ansteigt, aber. Selbst im Windschatten fällt, das finde ich ein bisschen übertrieben. Und klar, wir haben es soweit geschafft, wir brauchen jetzt nicht mehr weit, aber das heißt doch nichts, weil wir erst mal die richtige Route finden müssen. Die haben wir definitiv noch nicht, weil wir nämlich nicht wissen, wo dieser blöde Turm überhaupt sich befindet. Hier hätten wir noch mal Feuervorrat, aber nehmen wir jetzt mal nicht mit. Hallo und zurück, willkommen zurück. Ja, es ist leider so, wie ich es vermutet hatte. Die einzigste Stelle hoch scheint tatsächlich dieses Seil zu sein. Jetzt müssen wir mal gucken, wie werden wir gewichtlos. Also alles, was ich weglege, kann ein Fehler sein.
So,